Heute zeige ich euch, wie man eine Gartenbank reinigen kann mit ganz normalen Haushaltsreiniger oder Mittel und habe drei verschiedene Sachen ausprobiert und die einzelnen Versuche und die Ergebnisse möchte ich euch zeigen an einer Eukalyptusbank aus dem Baumarkt, die natürlich schon mehrere Jahre im Freien stand. Zeige ich euch, wie man so ein altes Gartenbänkle, das immer draußen im Freien stand, sauber macht. Da sieht man, da ist überall so Moos drauf. Hier so Moos, das kriegt man eigentlich auch, sieht man so schon kaum weg. Und das machen wir sauber mit drei verschiedenen Weisen und die beste nehmen wir nachher am Schluss. Bringe ich mein Bänkle erstmal dorthin, wo es eine saubere Arbeitsfläche hat. Im Reiniger von der alten Bank zeige ich euch verschiedene Mittel, die es alle so normalerweise im Haushalt gibt oder was man gerade so findet. Möglicherweise wird empfohlen, zum Beispiel Essigreiniger. Also, sobald der Essig draufsteht, man kann auch Haushaltsessig nehmen. Dann haben wir hier, manchmal sagt man hier so Orangereiniger, das probieren wir auch aus. Und dann haben wir hier Hartholzreiniger. Und was auch sehr oft genommen wird, ist so eine Soda-Mischung oder Natriumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Backpulver. Zum Schluss machen wir die Dampfstrahlermethode, Hochdruckreinigermethode heißt es, nicht Dampfstrahler. Die ist eigentlich üblicherweise, da der Strahl halt nicht so hart einstelle. Wir fangen an mit dieser Soda-Dings, also Backpulver-Methode. Dann nehmen wir mal ein bisschen Backpulver, so. Hier so ein Bröckel. Dann nimmt man hier was raus, Pulver das da rein. Leert ein bisschen Wasser dazu. Quasi eine kleine Pampe draus. Und jetzt trägt man dieses Backpulver da auf. Machen wir mal auf dem Dings. Lassen wir dann drauf einwirken. Dann in dem Block nehmen wir diesen Hartholzreiniger. Das ist jetzt, wie gesagt, dieser irgendein Hartholzreiniger. Wenn ich mich nicht täusche, ist da irgendwo, ich glaube, Essig und Seife drin. So, in dem dritten Block nehme ich jetzt diesen Essigreiniger. Dieser Essigreiniger, der riecht schon mal kräftig nach Essig. Also das ist ein bisschen ein stärkerer Essig. Und jetzt machen wir final noch, wenn wir nicht so viel Platz haben, noch diesen Orangereiniger. Wenn ich jetzt zu Hause keinen Dampfstrahler habe, dann nehme ich so Stahlwolle, so diese Dings, ich bin jetzt so Stahlwolle-Fan und mache das mit der Stahlwolle sauber. So, jetzt fangen wir mal mit der Stahlwolle an.
Aber da reißt man natürlich das ganze Ding auf. Ich nehme jetzt mal das hier, das ist schon Kollatholz. Der Nachteil bei dieser Stahlwolle, das sieht man hier, dass der so in die Riefe reingeht. Das heißt, ich habe hier dann ganz unebenes Holz. Ich kam von diesem flache. Und wenn ich es aber mit dem Schwamm hier mache, dann kriege ich es nicht sauber nach. Ich kann einen Bürstle probieren. So, und jetzt verwenden wir noch so Bürstle. Da sieht man ja das Wasser, wie dreckig es ist. Und hier sieht man halt, wie man eigentlich mit dieser einfachen Methode nicht ganz nahe kommt. Das sind immer noch diese Dings, da muss man ziemlich viel bürsten. Also da muss man dann schon mehr machen, als dass man einfach, dass es einfach weg wäre. Schwenken wir zu dieser zweiten Methode. Mit diesem jetzt war einmal vorsichtig mit dieser Stahlwolle. Ja, hier sieht man, dass das natürlich arg neu geht. Fahren wir mit unserem Bürstle hier lang. Das ist jetzt diese Geschichte mit diesem Hartholzreiniger. Das sieht man, wenn man ganz genau guckt, sieht man auch, dass hier schon die normale Bürste schon reinging. Also das war jetzt diese Bürste. Also auch die ging hier schon rein in diese Maserung. Das ist also einfach kein richtiges Hartholz, so eher europäisches Weichholz. Das war mit ein bisschen Stahlwolle, da ging es dann schon weg. Aber hier die ganze Hauptschräbe, die sind alle noch gleich. Also, das hat auch nichts gebracht. Wenn, dann hätte ich jetzt hier auch mal mit der Stahlwolle das versucht. So, und zu guter Letzt probieren wir noch unseren Essigreiniger aus. Den wir hier gesehen hattet, auch erstmal wieder so. Der hat eigentlich auch gar nichts erreicht. So, jetzt machen wir ein bisschen mit hinten. Und bei dem Bürstle oder bei dem Holz sieht man halt, das ist so ein. Also Fakt ist, dass bei dieser Holzform alle Mittel nichts gebracht haben, nichts Gescheites, war alles ein bisschen trostlos. Und das, also diese Mittel, die man so im Internet findet, wunderbar, ist toll, wie man das hinkriegt, scheiß drauf. Jetzt machen wir die richtige Methode, die ist dahinter. Dampfstrahler, am Dampfstrahler des Mannes erkennt man den Johannes.